doppelt Franzosen, aber Sieden gegen doppelt Engländer und Heiliges Römisches Reich. Also die müssen ja fast schon Speere bauen. Ohne Speere machen die ja gar nichts. Oh, schau mal. Alter, was hab ich denn für eine. Wieso hab ich denn so. Hä? Ich sehe alles! Was war das für eine Vision gerade? Habt ihr das gesehen? Ich hatte ja komplett Vision gerade. Was war das für ein Cheat? Ich hatte auf einmal voll die fette Vision. Alter. Hex. Uiuiui. Hat die Hex angemacht. Noch nie gesehen, dass ich so eine fette Vision hatte. Ich eben Apex gehört. Ah, mal schauen, weiß ich noch nicht. Aber Apex ist, glaube ich, kostenlos. Das heißt gar nicht so schlimm. Weil ich werde nicht so viel für die eine alleine natürlich so viel Geld ausgeben und Spiele zu kaufen und so. Ich fände immer noch Pummelparty echt cool. Hat Mani vorgeschlagen, glaube ich, Pummelparty. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob wir für Pummelparty genug Leute überzeugen können. Auf dem Stream so ein bisschen Pummelparty mit dem Mod zocken würde ich fühlen. Mach mal kurz hier. Oh. Ja. War nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, ganz. Aber hat nichts ausgemacht. Aufs Gold. Ach, es gibt nur eine heilige Stätte. Ich habe die Map mir gar nicht angeguckt. Denn die Pummelparty kostet was. Ach, dachte nee, du meinst Apex, lol. Okay, sorry. Was ist denn das für eine Map hier? Das ist doch nicht Schwarzwald, oder? Das ist Schwarzwald. Das ist einfach Schwarzwald, ich habe das gar nicht mitbekommen. Hey, wieso haben wir keine heiligen Städte hier als Win drin? Bei Schwarzwald keine heiligen Städte? Scheint so. Bin echt langsam da, tut mir leid, Leute. Wieso habe ich so wenig Gold? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe mein komplettes Timing ist gerade ganz vergessen. Okay, Leute, ich komme jetzt aber rein. Alles gut. Ich will einmal ganz gerne trotzdem hier hinten scouten, bis wo es hier hingeht. Ich habe auch schon länger kein Auto-Chess, Dings, nicht Auto-Chess. Länger kein Dings mehr gezockt hier. Kein Age. Zweieinhalb Minuten, ob das jetzt so ein gutes Timing ist. Exploro. Ich zu bezweifeln. Schwarzwald und keiner spielt Chinesen. Ich will Expansion gleich bauen. Oh, ich brauche auf Holz noch. Ich schicke hinten auf Holz. Über weite Wege. Laburo. Da ist ein feindlicher Scout. Da hinten könnte noch was sein. Ich schieb, glaube ich, da hinten. Okay, da kann ich nicht hinlaufen. Ich werde gleich einfach nicht genug Holz haben, um ein Haus zu bauen. Ich muss mein Mikrofon ein bisschen weiter weg, sonst sehe ich den Bildschirm nicht komplett. Ich muss mal kurz auf das Game nicht so voll verkackst. Ja, muss. Ich muss kurz ein bisschen aufs Game fokussieren, mich. Der nächste geht schon nicht eben instant durch, leider. Aber es wird nicht so viel Zeit kosten, aber ein bisschen Zeit kostet es auf jeden Fall. Oder ich kann auf die Null auch was liegen, das habe ich gar nicht gewusst. Wait! Ich habe ein Bergarbeiterlager gebaut, Alter! Oh nein! Das ist richtig schlecht, das ist richtig schlecht. Das wäre nie passiert. Ich habe einfach einen Bergarbeiterlager. Kann ich mir nicht erzählen. Ich habe noch nie so gefailt in dem Game, Early. Und ich glaube, Lukas gut auch noch zu. Das ist ja richtig peinlich. Ich bin heute bei der nächsten Ablieferung. Ey, ich bin so hinterher, dann gleich mit Economy.
Wir müssen uns ein Haus bauen, sobald die alle abgeben hier vorne. Gib noch einer ab. Kann ich eigentlich schon nicht hochladen. Oh, ich habe locker gerade über irgendwie 1,5 Minuten oder so keinen Dorfbewohner produziert. Oh, da war echt noch ein... Ah, das hatte ich glaube ich schon, das Ding, oder? Gehe ich jetzt auf Army? Machen meine Freunde denn Mauern die oder irgendwas? Okay, schief was zu mauern. Ich glaube nicht, dass ich hinterherkomme jetzt mit... oder? Ich kann jetzt hier Entwicklung langsam nachsetzen. Okay, jetzt komme ich ganz gut in Gang gerade. Wir haben jetzt genug auf Holz. Mal einer noch auf Holz. Dann auf Steine ein bisschen für Expansion. Na, wir können schon nochmal nachholen. Darf uns ja keiner rushen. Auf Holz habe ich jetzt genug, damit sich das lohnt. Machen wir noch die Schubkarre direkt und dann. Bei hier weg. Holz. Wenn noch auf Holz, dann passt das. Die reichen mir, um nochmal die Entwicklung gleich durchzubauen. Haben wir eigentlich alle Entwicklungen gemacht? Ich glaube, die werden alle vor mir in der Ritterzeit sein, leider. Warte mal. Nee, er mauert hier, Alter. Gar keinen Bock. Mal nerven. Boss dringend Holz, Junge. Ja. Ja, scheiße auf den Speer, ich mach trotzdem den Dorfbewohner hier platt. Ja, nee, ich will das bauen. Wir haben ja noch gar nicht gescoutet, die sind ja bestimmt auch noch Schafe oder so. Ja, ich hielt mich hier komplett gegen, das bringt gar nichts mit der zu laufen. Oder hat ein bisschen so eine Art Autoscout, das ist ganz cool für ihn. Produktion läuft jetzt. Aber die zwei Dorfzentren, was ganz cool ist. Ich weiß nicht, ob wir auf Trading gehen sollen, aber eigentlich gibt es genug Geld auf der Map. Wenn mal jemand das schafft, dann noch ab, bitte. Ja, ein Schaf gehauen, ey, ich glaub's nicht. Oh, die gehen aggressiv, Alter. Okay. Veränderung. Wie aggressiv gehen müssen wir auch noch mal ein bisschen. Ah,
sind wert. Exiliman de man. Si somes, inerans. Si somes. Wie die sind wert. Parats pour labura. Ein Speerkämpfer noch dazu, ich hasse es. Wenn ich den hier mache, kann ich die ein bisschen nerven gehen. Ups. Hier wären jetzt genug Holz, glaube ich. Ich will immer trotzdem einzeln hier ein bisschen schauen. Gut, solange ich nicht durchkomme, ist alles gut. Der auch was zum Deffen? Er baut gerade erst. Wie weit laufe ich denn zu ihm? Immer noch irgendwie ein, zwei Ritter. Mit vier ist es ein bisschen zu wenig. Ich kann schon mal die erste Vorhut schicken. Quoi de labour? Vado labourat. Quoi de labour? Vado labourat. Espero tu mandamens. En le corps, arate equites. Paratus et promptus. Labour sperans. En linea, equites. Ich komme ja schon, Kollege. Unterwegs. Meine Truppen brauchen da eine Weile. Stein bräuchten wir trotzdem. Warten, die werden sowas von safe ein auf Wunder gehen. Oh, der Gelbe ist aber ganz gut dabei. Wenn der wundert, dann passt es. Wir können jetzt eigentlich niederschlachten, die Bogenschützen. Aber die Fokus in den einen, dann geh ich mit denen halt weg. Oh Gott, der steht selbst selber im Weg und geh mal in die Richtung weg. Ist mir egal. Oh nein, nein, nein. Ich will nicht, dass sie sterben, die können sich healen. Auf jeden Fall. Okay, das war jetzt aber dafür echt gutes Ding hier. Cosa sarà ma sonata? Vado a lavorare. Escolte bene. Vado a lavorare. Die gehen auf Speerkämpfe, aber alle wie die größten Bauern. Buon lavoro. Okay, wie sieht die Produktion hier aus in meinen Teilen? Ich brauche eigentlich genug Pferde jetzt dann fürs Erste. Beladungswaren sind der Key hier. Mein Holz kommt gar nicht nach. Ja, ich muss vielleicht nicht mehr. Ja, ich sehe das, dass die Leute Quatsch machen. Keine Sorge. Ich glaube, ich baue jetzt mal ein bisschen was zum Schutz. Ich habe doch hier bestimmt AFKs jetzt. Ja. Echt. Cosa sarà ma sonata? Colones, parete! Chi c'è, colones? Parats por labourar. Ignoranz. Der hat nur Speerkämpfe. Was soll ich denn da... Also gut, der kämpft da auch, okay. Dann will ich das mit nachzukommen. Ich muss unbedingt agen. Ich brauche halt viel mehr auf Nahrung auch. Das ist auch mein eigentliches Holzproblem, dass ich halt keine Nahrung habe. Gold habe ich eigentlich echt gerade gut. Ich muss die Lohtypen rausnehmen trotzdem. Tuts odite. Equites un paratos, comme mondes. Das sind gute Probleme, Idioten. Equitravalamus, equites. Second fondament. Commandes que. Colones, colones, parti. C'est qui est, colones?
muss hier raus, das ist Quatsch. Der Sperrkampf ist schon ziemlich OP inzwischen in großen Mengen. Warte mal, wenn ich mich hier durchballer, komme ich raus wieder. Die Produktion läuft langsam so. Was ist mein Endgame-Plan? Ein Plan ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen auf Belagerungszeug gehen, das ist nämlich immer frech. Mir reicht eigentlich, wenn ich einen Weltkrieg bauen kann. Ich gehe auf Reiter und auf Ding halt. Auf Katapulte. Und vielleicht noch. Auf jeden Fall Holz, aber ich gebe auch gerade voll viel Holz für Gebäude aus. Das ist mal in Ordnung. Ups, ich will auf Gold ist aber farmen late. Warte schon mal oben. Oh, Häuser. Ich hoffe, dass der Gelbe es gut schafft, ein Dings zu bauen. Andererseits kann ich jetzt instant wieder ins nächste Ding gehen. Kann ich fast schon Weltwunder gehen. Wie schnell ich in der Wirtschaft jetzt nachgekommen bin, ist schon krass. Wie schnell ich jetzt aufgeholt habe wirtschaftlich, ist verrückt. Ne, das Weltwunder gewinnt eigentlich immer. Der Map. Wobei, wir haben schlecht gemauert. Bevor deine aufgibt. Doch, die Runde reichen jetzt dann eh gleich mal aus. Truppen vielleicht noch, aber jetzt haben wir, ich habe inzwischen echt Goldprobleme, halt die ganze Zeit nicht. Point de repos pour les hardis. J'attends ma besogne prochaine.
Ich muss gleich anfangen, Truppen zu produzieren, deswegen mache ich den gleich rein, der dauert ewig, der Tag. Meine Abbautags kosten eigentlich nicht so viel. Nächste Zeit für Weltwunder sind gut aufbauen. Oh, der Pumba mit dem Weltwunder bauen recht schnell. Ich ja auch schon vierte Zeitalter. Wollte ich da noch einen Weltwunder hinterher geballert bekommen rechtzeitig? Hat nur Gold und Steine vor allem. Ich meine, das ist ganz crazy, ne? Auf keine Ahnung gerade. Voici les commandements. Überleg gerade sogar. Ob ich irgendwelche Texte nicht abbrechen kann, die ich gerade angefangen habe. Yeah. Okay. Dann gehen wir mit denen einfach auf den Weltmodus, dass wir uns irgendwo in die Ecke reinpacken gleich. Hey, Jordanovic, alles klar. Wir vermissen dich, Paul. Echt jetzt? Ja klar, wir sind schon nach Essen bestellen. Was gibt's denn noch raus? Ich bin gar nicht im Stress gerade. Achso. Nee, alles gut, hau raus. Nein, ist doch super, wenn ich noch ein bisschen ablenke. Ja. Hey Weasel. Ich kann gleich mal die Liste holen, dir ein paar Sachen vorlesen und du musst mir sagen, worauf du Bock hast. Ja. Das hört sich prinzipiell sich das sehr gut an. Ja. Also wenn ich jetzt von Essen rede, bin ich nicht außer Fassung. Nee. Ja gut. Ich bin da voll am Start. Ich muss nur jetzt ein paar dumme Moves machen, glaube ich, gleich, damit ich hier ein Weltwunder baue. Weißt du, was ein Weltwunder ist? Schon mal gehört. Ein Weltwunder ist zum Beispiel, bin ich zum Beispiel. Du bist ein Weltwunder. Auf jeden Fall. Das ist gut. Respekt. Das war sehr teuer. Warum fragen mich alle, ob ich Mille bin? Ich weiß nicht. Ach, die haben mich wahrscheinlich nie im Leben gehört. Also, ich weiß nicht, ob Diesel mich schon mal gehört hat. Du hörst dich aber auch an wie so ein Mille, muss ich sagen. Ich hab so einen bayerischen Akzent auf jeden Fall, ne? Übel. Übel. Bau gleich das Weltwunder, gell? Dann kannst du komplett alles sagen, was du willst. Ich mach alles, was du willst. Also, Wiese, ich kann dir schon mal sagen, Mille war falsch. Bin nicht Mille. Die fragen mich immer andauernd, ob ich Mille hier bin. Mille? Die wollen dich sehen, haben die gesagt. Alle. Ja klar. Du bist das Highlight hier. Wegen dir. Hey, ja, spiel mal zurück und such das raus aus den Autoschess-Runden. Gott. Hast du ja Weltwunder, ne? Trotzdem spiele ich es immer wieder. Kann ich dein Fenster aufmachen? Du kannst mir schon sagen, ne? Also, du kannst. Achso, ich frage gleich mal. Was ist, also, hä? Also, mir sagen, was ich essen soll, so, hä? Ich bin gerade voll überfordert, sogar. Ich dachte, du liest mir jetzt Sachen vor, die man essen, die ich zum Essen haben kann, aber irgendwie. Ja, ich wollte das so richtig schön vorgelesen bekommen aus der Liste. Ich erwarte gar nicht viel. Ja, Salate ist ein Salat wahrscheinlich eher weniger, ne? Da sehe ich so mich überhaupt nicht. So Grünzeug ist doch für die Katz. Das ist für die Katz oder weiß ich nicht, also nicht für mich auf jeden Fall. Für den Abfalleimer. Das kann man so sagen, ja. Pizza? Pizza? Nee, Pizza habe ich nicht so Bock drauf. Okay, nächster, Calzone. Das ist doch das gleiche wie Pizza, oder nicht? Ja, ähnlich. Zugeklappte Pizza. Nee, das ist ja, kann ich ja selber mit der Pizza wahrscheinlich zuklappen, oder? Willst du einen Rollo? Einen Rollladen? Nee, einen Rollo. Was ist denn ein Rollo? Alle Rollos werden mit Currywurst und Käse überbacken. Sieht aus wie ein Tortilla eingerollt überbacken. Okay, was ist das? Also ein Wrap. Ich bin so richtig wählerisch, Alter. Pasta. Pasta? Ist wirklich ein Pasta. Ich lese erstmal alle Oberrum. Gibt's noch Aufläufe? Aufläufe? Schnitzel? Und Schnitzel. Boah, ich hab dir. Sieht da irgendwas. Wie heißt das Restaurant? Griechische Spezialitäten. Gibt's da gibt's noch? Schnitzel. Reispfanne. Weil wir mussten was nehmen, worauf alle irgendwie Bock haben. Und das ist nur sowas. Dann. Fischgerichte.
kleiner Imbiss, warum auch das auch immer das sein soll. Ein Baguette. Das andere ist ein großer Imbiss wahrscheinlich. Also, der kleine Imbiss sind Chicken Chips und Chicken Wings. Chicken Chips? Was sind Chicken Chips und Chicken Wings? Was ist der Unterschied? Ja. Chips sind sowas wie Nuggets, nur flacher. Und Wings, weißt du, was Chicken Wings sind? Also mit Knoche. Mit Knoche. Mit Knochen. Ja, ich hätte gesagt. Du hast die anderen Themen schon wieder vergessen, ne, die ich gesagt habe. Aber gab es sowas wie Döner, hast du auch gesagt? Oder? Nee, Döner leider nicht. Also es gibt Gyros. Weißt du was? Schnitzel ist mit Pommes wahrscheinlich, oder? Schnitzel ist mit Pommes, ja. Das hört sich nämlich dann prinzipiell ziemlich nice an. Ich glaube, Schnitzel mit Pommes einfach. Weil da kann ich nichts falsch machen. In meiner Welt gibt es da nichts. Außer das Scheiße schmeckt, das weiß ich aber kein vorher. Okay, jetzt kommt aber die richtige Frage beim Schnitzel. Hawaii-Schnitzel, Champignon-Rahm-Schnitzel, Zigeuner-Schnitzel, Jäger-Schnitzel, Schipolo-Schnitzel. Gibt's auch einen Schnitzel-Schnitzel einfach? Ein panierte Schnitzel. Es gibt auch einen Wiener Schnitzel. Ja, das wäre so das Ding, wo ich sagen würde, da sehe ich mich. Aber das ist scheinbar ohne Pommes. Wie das ohne Pommes? Warte. Das ist nicht schon wieder für es wird mit Pommes und Salat. Ja, das hört sich doch gut an. Mille, du hattest Omelette. Omelette? Hattest du ein Omelette drin? Okay, warte mal. Hatte irgendjemand von euch... Alter, ich hab meine Welt nur so dumm gesetzt, das kann man sich nicht vorstellen, ne? Auch noch mehr Steine für Defensivanlagen gleich. Wo sind 10 Leute, AFK? Oh Gott, mein ganzes Gold ist leer. Ich hau den sowas von die Mann gleich in die Fresse rein, ich bin sowas von egal. Also Schnitzel, gell, hab ich gesagt. Ja, Schnitzel und Pommes. Und Salat hast du gesagt. Salat aus C, ja. Okay, dann bin ich einverstanden. Das ist ja nett, dass das ist. Das sind die Forderungen, die ich stelle. Sag mir mal, bringt Schießpulver verbessern was für meine Einheiten? Macht das Sinn? Was hast du für Einheiten? Gerade aktuell. Ich habe nur 2 Kanonen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich nur 2 Kanonen habe, aber es ist lohnt. 700 Gold kostet das. Was bringt das? Ein bisschen mehr Damage oder was? Erhöht den Schaden von Schießpulver einfach um 20%, aber ich habe echt nur 2 Stück. Die Frage ist, ist eine Kanone eine Schießpulvereinheit oder Schießpulver? Schießpulver, ja. Du hast recht. Aber die roten glaube ich nicht. Die schießen mit den komischen Dinger, also die komischen Steine. Nee, Dinger. Das sind die... Okay, dann sind natürlich die, um mein Gebäude verstärken, oder? Deine Meinung, sehr ehrlich. Auf jeden Fall Gebäude verstärken. Immer auf Tankiness gehen. Gebäude müssen die Gegner richtig wegtanken. Wie läuft die Runde bisher? Ja, die Leute geben auf, weil wir Weltraum gebaut haben, ist die Map schwarz, weil da gibt es kaum Durchgänge, deswegen kommen, denken die kommen hier nie wieder durch und das hoffe ich nämlich auch. Also einer hat schon aufgegeben. Von den Gegnern. Ja, okay. Also läuft gut. Okay, ich brauche jetzt den Rest nochmal Reiter, Leute. Gucken passt eigentlich. Oh, lol. Eigentlich hängt alles von diesem Mann hier ab. Die Mannen sind zu der Key, um das zu dürfen. Müssen wir uns nichts vormachen, Leute. Ja, aber auf jeden Fall eine schöne Zeit mit den Boys. Jetzt kommt er mit den Kanonen an, Alter, nachdem schon vorbei ist. Ich hab voll gefällt. Was machen meine Roten da vorne? Hab ich meine Feldschlangen verloren? Ich wollte meine Feldschlangen verloren. Ah ne, die sind hier noch welche.
Das ist die ganze Zeit, ich will das nicht, dass er das die ganze Zeit macht. Ich kann es nicht ausrichten. So ausgerichtet quasi. Ich glaube, die sind ready zum Schießen hier so. Wo kommen die denn noch an? Haben wir alles zu? Ich hoffe, dass die nirgends hier an das Weltwunder irgendwo durchschlüpfen. Das wäre richtig bitter. Das wäre so der Klassiker, aber ich habe dir nochmal die Tech gemacht. Hallo Theodor, Moment, Hauptsache keine Ananas, sagt er. Komm ich die alle hier drauf? Ohne den Katapult. Ehre. Ich hab schon schlecht gespielt die Runde. Die Runde. Aber eine easy Runde am Schluss. Das ist langsam, Mann. Ich hab so verkackt am Anfang und trotzdem haben die keine so gute Economy gehabt wie ich am Schluss, glaube ich. Ich muss mir die Economy mehr anschauen jetzt. Komm. Aber meine Economy ist so steil gegangen am Schluss. Aus Wirtschaft. Am Anfang hab ich richtig verkackt. Aber du hast ganz Zeitlinie. Guck mal, Wirtschaftszeitlinie. Geht ja, sogar relativ noch, der am Grüne Schluss war ganz, ganz, ganz gut dabei und ist ja richtig abgekackt. Wie sind die insgesamt Punkte Zeitlinie? Ja, wieso war ich denn am Schluss ganz oben? Wo war ich denn oben am Schluss? Ich habe am meisten Dinger Punkte insgesamt gehabt. Hatte hier den Stern, weißt du? Ja. Ich glaub, ich hatte Gesellschaft wieder. Gesellschaft, ich habe so viele Menschen gebaut, weißt du? Ich glaube, das ist da relevant, Alter. So viele von diesen Teilen einfach. Nice.